Guten Tag, guten Tag. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Schön. Hallo, guten Tag zusammen. Tag zusammen. Guten Tag, guten Tag. Hallo. Herr Fleischer. Hey, hallo Axel. Grüß dich. Grüß Haben wir noch? Kiesbergs, Bojilov. Hallo Jörg. Guten Tag. Hallo. Seid gegrüßt. Geht's dir gut, ja? Im Fachwerk. Kann mich nicht beschweren. Sehr schön. Sehr schön. 24 Teilnehmer haben wir jetzt. Die Frau Meyers, die Frau Siegloch und der Herr Nö versuchen gerade noch ihr Audiosignal zu verbinden. Sehr schön. Hallo Olga, grüß dich. Auch dabei. Hi Steven, endlich mal. Hast du es geschafft, schön. Ja, freue ich mich auch. Freut mich. Oh, kommen noch ein paar zusammen. Wir warten noch einen kleinen Moment. Eigentlich wollten wir die Sitzung ja am Dienstag machen, aber da hat Frau Speer eingewandt und gesagt, na, das ist Faschingsdienstag. Ja, dann haben wir gesagt, gut, dann warten wir 2 Tage länger. So, das Mikro ist auch ganz laut wahrscheinlich. Bei uns, ja. Ja. Kann man uns dann gut hören? Ich höre Sie sehr gut, danke. Perfekt, schön. Herr König legt noch seinen Mundschutz an. Sehr gut. Ja. Man hört sie leider nicht. Ja, Im Büro verstehe ich das. Ist, mein Mikro ist jetzt aus, oder? Frau Ehrentraut ist Mikro nicht aus. Wir hören Sie. Wir hören Frau Ehrentraut. Okay, perfekt. So eine sechste. Das Kaffee. Sechste Kaffee, ja. Oh, jetzt steht alles. Guten Tag, Alexandra Ruhl, ich bin neu. Hallo Frau Ruhl, grüß Sie. Hallo Monika Köhner. Hallo Frau Köhner. Die Seminare erwähnen wir noch mal kurz. Ja, können wir die Seite dann. Ja. Ja. Axel, sind das etwa graue Haare? Natürlich, schon die ganze Zeit. Hey, lange nicht mehr gesehen. Ach du Gott. Bist du zu Hause, Axel, oder ist es? Homeoffice, genau. Homeoffice. Ja. Sehr schön. Ja. Na gut. Hallo, Herr Lehrperger. Herr Lehrperger aus der Schweiz, oder? Richtig? Österreich. Österreich. Schön, schön. Hallo. Hallo. Einer der seltenen Mac-Anwender. Stimmt, die Wagemutigen. Ich habe die Mail bekommen. Das werden wir heute aber zeitlich wahrscheinlich nicht unbedingt schaffen. Vielleicht im nächsten Cut-Café dann. Menschen. Schön. Ja gut, 33 Teilnehmer, ich glaube, wir können starten, oder? Ja, aber dann herzlich willkommen zu unserem sechsten Cut-Café. Ja, ich will noch mal kurz für diejenigen, die hier auch neu dazugekommen sind, einfach die Idee von diesem Cut-Café noch mal kurz zusammenfassen. Cut-Café ist so entstanden im ersten Lockdown, wo wir dann gesagt haben, okay, wir schicken jetzt alle zu Hause, jede Arbeit von zu Hause aus. Und haben dann sehr schnell gemerkt, dass uns der Gang zur Kaffeemaschine hier mit den Kollegen zusammen einfach mal uns über dies und jenes auszutauschen, dass uns das fehlt. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das halt über Zoom, dass wir einmal am Tag zusammenkommen und einfach so tun, als wären wir eine Kaffeemaschine. Und dann kam sehr schnell die Idee, warum machen wir das nicht mit all unseren Kunden, dass wir sagen, hey, ist ja nicht nur so, dass es uns langweilig ist im Homeoffice, sondern auch, das ist langweilig, dass man einfach diesen Kontakt dort an der Stelle braucht. Und so ist Cut Café entstanden. Wir haben auch dieses Format so gewählt, dass wir
Ja, also wir bereiten uns nicht jetzt extrem darauf vor. Ich möchte nicht, dass so abgelaufen oder das so abläuft wie ein vorbereitetes Webinar, wo wir einfach 40 Minuten in irgendetwas zeigen und dann ist gut, sondern es soll hier eine Austauschplattform sein. Dann haben wir natürlich gemerkt, okay, unsere Kunden ja bringen nicht so viele Informationen ein und haben dann gesagt, wir machen das so, dass wir die interessanten Themen, die in der letzten Zeit an der Hotline aufgekommen sind, dass wir uns das nochmal annehmen und über diese Themen sprechen. Wir wollen diese Punkte recht kurz halten, aber wenn Sie natürlich dann Anregungen haben, Fragen haben, können Sie jederzeit entweder im Chat Ihre Fragen stellen oder aber auch hier sofort loslegen. Ein paar organisatorische Punkte. Dieses Cut-Café möchten wir alle 14 Tage veranstalten. Manchmal klappt das nicht ganz, aber eigentlich 14-tägigen Rhythmus. Cut-Café wird aufgezeichnet, das sollte Ihnen bewusst sein. Wir stellen dieses Cut-Café dann auch nochmal auf unserer Webseite nochmal zur Verfügung. Das heißt, wenn Sie irgendwie nicht wollen, dass Ihr Kommentar, wenn Sie etwas geschrieben haben oder gesagt haben, nicht auftaucht, dann geben Sie uns Bescheid. Dann müssen wir die Stelle suchen im Video, tatsächlich rausschneiden oder mit einem schwarzen Balken versehen. Das so viel dazu. Herr Troos hat heute Schulung. Wir machen ja Schulungen rund um BricsCAD, um Tiefbau, ja. Komplett die gesamte BricsCAD-Schiene. Und da kann uns Herr Kasako vielleicht nochmal erzählen, was wir mit den Schulungen neu gemacht haben. Würde ich dann aber am Ende zeigen. Okay. Dann können wir den roten Faden einfach, den wir uns mal grob aufgeschrieben haben, zum heutigen Topic irgendwie mal angehen und diese Zusatzinformationen dann einfach ans Ende schieben. Ich glaube, die meisten sind heute dabei. Hallo, Herr Drese, auch wieder mit dabei. Die meisten sind ja bestimmt ziemlich gespannt auf die Funktion des Tages, die wir uns an der Stelle ausgedacht haben, beziehungsweise ausgedacht nicht in dem Sinne, wir saugen uns dort auch was aus den Fingern, sondern wir hatten gerade letzte Woche auch nochmal ein Partner-Training hier mit den Jungs von Brixis, mit dem Hersteller, haben uns nochmal die ganzen Neuerungen beziehungsweise zum Core-Teil, das heißt immer Lite und Pro, den Core-Teil von V21 angeschaut. Und da sind dann tatsächlich ein paar schöne Funktionen bei rausgekommen, die jetzt auch teilweise im Release V21 mit dabei waren. Und da dachten wir, das möchten wir gerne mit den Kunden teilen, weil wir natürlich auch an der Hotline darauf angesprochen wurden, wie diese Funktionen funktionieren, ticken und wozu die halt gut sein könnten. Ja. Wir haben eine Funktion mit dabei, den Manipulator heute. Ja. Das war ein Kundenwunsch, haben wir das öfter jetzt aber auch schon gehört. Den mal noch mal ein bisschen zu erläutern, werden wir natürlich auch darauf eingehen. Also wir wollen das, was die Kunden uns da an Fragen mit an die Hand geben, möchten wir natürlich auch hier mit auffassen. Vielleicht bevor Herr Kasako beginnt, nochmal eine Zusammenfassung. Wir hatten im Cut-Café 4, glaube ich, das Thema BricsCAD und AutoCAD. Cut-Café 5 tatsächlich, Also letztes Cut-Café. Letztes Mal hatten wir das Thema AutoCAD nochmal zum Anlass genommen und Sie gefragt, wie denn Ihre Erfahrungen sind und was Sie hätten gerne vor dem Umstieg von AutoCAD zu BricsCAD gewusst und haben mittlerweile aus diesen Themen heraus dann ein White Paper entwickelt. Genau, ich würde das mal digital zeigen. Herr Kocetürk hat es hier ausgedruckt da. Genau, es sind 16 Seiten geworden. Da ist das, was wir über das Thema Wechsel von AutoCAD zu BricsCAD in den letzten Jahren zusammengefasst haben und natürlich dann auch von Ihnen bestätigt bekommen haben. Da ist auch eine Beispielrechnung oder zwei Beispielrechnungen drin. Und haben das dann auf unsere Webseite gepackt. Also Sie alle sind ja schon auf BricsCAD umgestiegen. Für Sie ist es weniger interessant, aber für alle, mit denen Sie zusammenarbeiten, tun Sie Ihren Projektbeteiligten, Ihren Partnern einen Gefallen und teilen Sie dieses White Paper. Das soll nochmal hervorheben, wie einfach es ist, mit BricsCAD zu arbeiten, von AutoCAD auf BricsCAD zu wechseln, natürlich kostenfrei einfach downloaden. Genau. Wir haben das, wie Herr Kocetürk gerade erwähnt hat, auch auf die Homepage gepackt. Das heißt, einfach über www.below-software.de finden wir hier oben auf Aktuelles oder im Menü BricsCAD das White Paper für AutoCAD-Umsteiger. Und hier ist es so, dass wir das jedem natürlich kostenfrei zur Verfügung gestellt haben. Wir haben hier auf der Seite die Möglichkeit, einfach kurz ein paar Kontaktinformationen auszufüllen und über diese Schaltfläche das White Paper anzufordern. Und wir haben auch vom fünften Cut-Café die komplette Aufnahme
zu diesem Thema Umstieg, Cut-Umstieg zu BricsCut hier nochmal mit verlinkt. Das geht dann 56 Minuten, war auch eine sehr, sehr nette Sitzung. Kann man sich auch nochmal die ein oder andere Information hier im Prinzip einmal rausziehen. Ja? Wunderbar. So viel dazu. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir gleich zu den Funktionen des Tages. Genau. Genau. Wir. Also wir haben aufgeschrieben, die erste Funktion des Tages müsste gewesen sein, Copy und Move Guided. Also jeder von Ihnen müsste jetzt, soweit ich das überblicke, hoffentlich meinen Bildschirm sehen. Und ich habe hier oben schon mal drei Dateien geöffnet. Die habe ich so ein bisschen so zusammensortiert, damit ich so einen roten Faden an der Stelle ein bisschen habe. Dann würde ich mal zu den Move um Copy Guided gehen. Übersetzt geführtes Kopieren und geführtes Verschieben ist eine sehr, sehr nette Funktion seit BricsCut V20 erstmals. Das Move Guided, also die geführte Verschiebung, ist seit V21 mit drin. Und seit V21 gibt es auch die Möglichkeit, diese Befehle zu kombinieren, im Prinzip mit der Möglichkeit, sie zu einer Bibliothek hinzuzufügen. Was haben wir hier? Wir haben hier zum Beispiel einen Grundriss von einem Bürogebäude und wir haben hier in dieser unteren Ecke zum Beispiel einen Raum und hier haben wir eine schöne Tür, die wir eingesetzt haben oder hier drüben genauso. Jetzt habe ich aber hier die Information, dass ich hier einen Raum habe ohne Eintrittsmöglichkeit. Ja? Und normalerweise würden wir jetzt so hingehen, wir würden hier wahrscheinlich uns ein Maß abgreifen in Breite der Tür und würden das hier freischneiden und dann die Tür von A nach B kopieren. Mit dem Copy Guided funktioniert das so, man nimmt die geführte Kopie und sagt dem BricsCut jetzt, das hier ist das, was ich geführt kopieren möchte. Und dann hängt dieser Teil an meiner Maus und sofort, wenn ich jetzt hier im Prinzip andocke, habe ich die Möglichkeit, von rechts oder von links ein Maß zu definieren, zum Beispiel 250 Einheiten, und diese Tür dort reinzusetzen. Bewege ich meine Maus jetzt weg, sehen wir, dass genau der gleiche Freischnitt hier erfolgt ist, wie hier aus der Quellsituation. Ja? Das bedeutet, wir könnten überall, wo wir diese ähnliche Geometrie finden, könnten wir die Tür jetzt einfügen. Ja? Hier weicht irgendetwas davon ab. Deswegen müssen wir halt schauen, ob wir irgendwo anders das Ganze nochmal mit einfügen können. Ja, das Gleiche gilt auch beispielsweise hier für Lücken. Jetzt war ursprünglich hier eine Tür geplant. Ich möchte jetzt aber diese Lücke hier einmal schließen. Das heißt, ich könnte mit der geführten Kopie hier sagen, ich kopiere diesen Bereich als Region hierher und schließe diese Lücke beispielsweise. Und ich denke, das ist eine recht gute Erleichterung, um solche Situationen zu bewerkstelligen oder hier damit zu arbeiten. Ebenfalls möglich mit solchen Situationen, ja, wo wir Lücken haben beziehungsweise Abstände dazwischen haben. Das heißt, ich kopiere zum Beispiel diesen Sessel oder Stuhl von dieser Position aus, ja, hier einmal rüber, hier einmal rüber und docke das Ganze dort entsprechend an. Oder ebenfalls an ausgerundeten Situationen. Ja. Solange die Geometrie hier dieselbe ist, kann ich diese Objekte hier entsprechend einsetzen. Auf der anderen Seite habe ich folgende Situation. Ich sehe, dass ich auf dieser Seite zu wenig Fenster habe, ähnlich wie hier oben. Ja? Das heißt, entweder gehe ich jetzt hin und sage, ich kopiere dieses Fenster und setze es zum Beispiel hier einmal hin und hier einmal mit rein. Oder ich gehe zum Beispiel hin und sage, ich möchte in diesem Abstand diese beiden Objekte gleichzeitig kopieren und hier einsetzen. Move Guided, also das geführte Schieben, funktioniert analog zum geführten Kopieren. Mhm. Man wählt etwas geführt aus und schiebt es dann hier rüber. Die Lücke verschwindet dann auf der anderen Seite. Also vielleicht nochmal aus meiner Sicht nochmal zusammengefasst. Herr Kasak hat eben im ersten Beispiel eine Tür einfach kopiert. Das hat ja in der Draufsicht auch funktioniert immer mit unserer BIM-Applikation. Genau. Also dann ist es aber so, das Element ist eine Wand und die Software weiß, wenn ich eine Tür in eine Wand reintue, dann muss die Wand aufgebrochen werden. Ja. Hier, das sind 2D-Linien, Polylinien, ganz einfache Objekte. Ja. Das heißt, das können Sie
quasi in jeder Situation einsetzen. Ja. Ja, also nur um das zu zeigen, es sind hier 8 einzeln gezeichnete Elemente. Ja. Da ist zwar irgendwo noch ein Blockelement mit drin, aber ansonsten sind das hier alles Linien, eventuell auch irgendwie Bögen oder Sonstiges, aber genau das ist der Tenor, ja. Ohne zum Beispiel jetzt mit Blöcken oder Sonstiges arbeiten zu müssen. Genau. Gibt es zu diesem Befehl irgendwelche Fragen? Jederzeit gerne reingrätschen, Mikrofon laut schalten. Ich schaue mal in unserem Chat, was ist. Aktuell nicht? Alles gut. Gut. Dann würden wir gleich zum Manipulator wechseln. Das ist im Prinzip meine zweite Datei, die ich hier vorbereitet habe. Wir sind zu einem einfachen Beispiel gegangen. Die meisten kennen den Manipulator, wenn sie ihn überhaupt kennen, aus dem 3D. Der funktioniert aber schon seit Jahren auch ganz normal im 2D. Das bedeutet, wenn ich diesen Stuhl beispielsweise schieben wollen würde oder gerade ausrichten wollen würde, würden wir klassisch mit dem 2D-Drehen arbeiten und dann als Referenz eine Kopie wählen. Ja. Zum Beispiel, hier ist es so, normalerweise taucht dieser schöne Manipulator, den habe ich jetzt ausgeführt mit einem langen Linksklick auf mein Objekt, weil mein BricsCut im Prinzip so eingestellt ist. Normalerweise, standardmäßig, ist er so eingestellt, dass er jedes Mal auftaucht. Wir können ihn aber auch über den Quad ausführen. Ein langer Linksklick bedeutet länger als 250 Millisekunden. Das ist so die Einstellung für den Manipulator. Und der Manipulator ist hier im Prinzip ein Objekt, das sich hier am Objekt entsprechend ausrichtet, an der Einfügung. Ja? Das heißt, egal ob es ein Block, eine 2D-Linie, ein Kreis oder sonstiges ist, der Manipulator ist immer auswählbar. Der Manipulator hat entsprechende Achsen, die sich am Objekt ausrichtet. Das ist einmal die X-Achse, einmal die Y-Achse. Und wenn wir uns ins 3D drehen würden, hätte er auch eine Z-Achse. Das ist ebenfalls möglich. Der Manipulator hat eine Drehachse, ganz, ganz wichtig. Der Manipulator ist ausrichtbar über diese grauen kleinen Kreise, Symbole. Das bedeutet, ich könnte ihn auf X0 setzen, um den Bezug vom Objekt zu lösen, zum Beispiel. Wir haben 2 blaue Pfeile. Das heißt, wir haben einmal eine Spiegelmöglichkeit in Y-Achse und eine Spiegelmöglichkeit in X-Achse. Ebenfalls im 3D hätten wir eine weitere Spiegelachse in Z-Richtung. Ja? Ist natürlich genauso möglich. Wir haben die Möglichkeit, über diese Achsen und über die Schiebachsen oder Drehachsen ebenfalls zu kopieren, indem wir vorher, bevor wir draufklicken, Steuerung gedrückt halten, würde ich aber gleich vorführen. Das bedeutet, oftmals haben wir die Situation, dass ein Element, so wie dieser Stuhl, jetzt nicht gerade für meine Verhältnisse oder für meinen Geschmack nicht gerade ausgerichtet ist. Deswegen würde ich jetzt hier einfach drehen und man sieht, man bekommt hier die Möglichkeit, in 15 Grad Winkeln oder 45 Grad Winkeln zu drehen oder eine freie Rotation zu wählen. Wenn man jetzt aber Shift gedrückt hält, drehe ich mein Objekt immer schön in die X0-Richtung beispielsweise. Okay. Über den Schieben-Befehl kann ich mein Objekt hier, Sie sehen es, wir haben hier so ein Lineal, sagen wir dazu, können wir das Objekt hier schön sauber an den Tisch platzieren. Oder wenn ich jetzt hier beispielsweise eine Kopie bräuchte, könnte ich hier vorher Steuerung gedrückt halten und auf die Achse klicken und dann mein Objekt hier einmal absetzen. Ja? Das ist so das, was der Manipulator an der Stelle tut. Jetzt könnten wir natürlich eine Kopie erstellen und sie auf die andere Seite setzen. Oder wir wählen den Manipulator aus, setzen ihn über zum Beispiel den Mittelpunktfang, ja, auf diese Linie. Na, möchte er natürlich nicht. Vorführeffekt. Jetzt, genau, dann wähle ich meinen zweiten Stuhl dazu und würde in Kopie der X-Achse hier einmal spiegeln und würde dann eine Einheit eingeben, 0 zum Beispiel. Ja, dann hätte ich den Stuhl an genau derselben Position. Wähle ich zum Beispiel jetzt hier mein Rechteck aus und setze den Manipulator auf das geometrische Zentrum des Tisches angenommen und wähle meine Objekte dazu und brauche eine andere Ausrichtung, könnte ich hier die Ausrichtung einmal wählen und einmal verschieben. Ja? Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ich in einem freien Drehwinkel bin, könnte ich die relative X-Achse mitwählen, um das Ganze zu verschieben. Oder mit Y genauso.
Ja, das so das, was der Manipulator hier an der Stelle mittlerweile tut. Eine sehr, sehr nette Geschichte, nicht nur im 3D, denke ich. Ja, es vereinfacht halt die Funktionen schieben, kopieren, spiegeln, also all das, was wir oft benutzen beim Zeichnen, in einer Funktion. Und was ich auch bei dem Manipulator sehr schön finde, ist, dass er halt direkt am Objekt aufgeht und wir nicht dann erstmal noch den Befehl dazu suchen müssen, sondern direkt angeboten wird. Ja, wir brauchen keine, nicht mehr wirklich Hilfslinien, weil das alles ja über den polaren O-Track funktioniert oder sonstiges. Mhm. Wir brauchen weniger Hilfsmittel, um einen Befehl auszuführen. Ist schon eine sehr, sehr starke Erleichterung meines Erachtens. Ja. Gut. Und dann haben wir den dritten Befehl. Da muss ich gleich dazu sagen, können wir den noch im 3D zeigen, oder? Den Manipulator, ja, oder? Den können wir auch im 3D zeigen. Dafür habe ich jetzt beispielsweise keine Datei vorbereitet. Ist aber, glaube ich, relativ. Ich würde mal ins 3D hineinwechseln. Das ist natürlich auch kein Problem. Also der Manipulator kommt aus meiner Sicht eher aus dem Bereich 3D, in anderen 3D-Programmen, die sehr viel dort unterwegs sind. Da braucht man so etwas und so ist er auch in BricsCAD reingekommen und Sie werden gleich sehen, wenn man noch in die dritte Dimension denken muss, dann zu setzen, okay, was ist jetzt meine Drehachse, was meine Bezugsachse, was meine Bezugsebene, all das kann man hier komplett mit dem Manipulator ausschalten. Genau. Wir nehmen jetzt hier ein einfaches Klötzchen. Der Manipulator oder im 3D arbeiten wir ja sehr, sehr viel mit dem Quad. Ist auch im 2D über die Bereiche ändern zum Beispiel hier einmal auswählbar. Ne? Also selbst wenn Sie im 2D mit dem Manipulator arbeiten würden, überhaupt kein Problem, der Manipulator taucht dann auch dort auf. Wir haben hier die Schiebachse wieder, können das Objekt von A nach B schieben oder wieder zurückkopieren über das Drücken der Steuerungstaste im Vorfeld. Dann haben wir die Kopie daraus. Ich würde jetzt das eine aber mal rausnehmen. Die Drehachse beispielsweise. Ja. Drehachsen sind im 3D teilweise, je nachdem, wie man rotiert oder sich im Raum bewegt, recht schwierig zu identifizieren. Deswegen auch hier der Manipulator, nettes Spielzeug, um zu sagen, ich drehe dich jetzt mal hier irgendwie ins 3D. Ja. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Funktion. Was der Manipulator in Verbindung mit den Flächenerkennungen aber sehr, sehr gut kann, ist zu sagen, wir richten den Manipulator nicht am gesamten Objekt aus, sondern an einer Fläche und verlängern die Fläche beispielsweise einfach um ein bestimmtes Maß oder verkürzen das Objekt um ein bestimmtes Maß. Ja. Oder wir schieben oder stellen diese Fläche entsprechend schief. Ja. Also wir haben hier eine Schiefstellung an dieser Fläche, um das Objekt hier abzuschrägen zum Beispiel. Das sind also so Sachen, die der Manipulator dort an der Stelle dann einfach tut, im Schnelldurchlauf. Natürlich kann man daraus auch eine Doktorarbeit machen oder daraus schreiben, aber das sollte jetzt heute nicht Thema werden, denke ich. Also aus dem Zweidimensionalen ist es vielleicht, packt er da 3, 4 Befehle zusammen, das kriegt man auch irgendwie anders hin, aber im Dreidimensionalen ohne den Manipulator tut man sich da wirklich unheimlich schwer. Absolut. Ja, und es ist auch absolut gängig. Ich glaube, alle, die im 3D arbeiten, werden es bezeugen können, dass der Manipulator dort eine sehr, sehr nette Funktionalität hat, gerade im 3D-Bereich und aber auch im 2D, klar. Ja, es ist halt eine andere Handhabe. Was wir als CAD-User machen, ist natürlich, wir schalten alles neue ab und arbeiten genauso weiter, wie wir das gewohnt sind. Aber es gibt tatsächlich einige Befehle, wie zum Beispiel das geführte Schieben oder auch der Manipulator. Geben Sie bitte diesen Befehlen einfach eine Chance. Zwingen sich da mal einen halben Tag damit zu arbeiten und dann werden Sie sehen, dass Sie damit wirklich effektiver vorankommen und mit deutlich weniger Klicks. Und ich finde auch, wenn man so kombinierte Befehle hat, dann muss man nicht so konzentriert sein. Mhm. Ja, das kriegt man dann auch ein bisschen leichter hin. Ja. Ja, gut, dann haben wir den dritten Befehl für heute, auch einen Befehl, der mit der V21 tatsächlich erst frisch reingekommen ist, der Simplify, der vereinfachen Befehl. Hierzu muss ich aber sagen, ich muss gleich etwas tun, was mein PC ein bisschen zum Arbeiten bringen wird. Das hat damit zu tun, dass wir hier eine Polylinie beispielsweise haben, die ja sehr stark, ja, wie sagt man dazu, vektorisiert wurde oder segmentiert wurde. Ich würde sie auch einmal isolieren. Ich versuche es zumindest, wenn mein BricsCAD es erlaubt.
Das hat zumindest jetzt einmal funktioniert. Ich würde sie einmal auswählen. Wir haben hier bei dieser Polylinie über 350.000 Segmente, einzelne Segmente. Wie auch immer sie zustande gekommen sind, sie sind einfach da. Und genau ab diesem Zeitpunkt wird mein BlixCut jetzt einige Minuten wahrscheinlich brauchen. Für die Auswahl nicht, aber jetzt, wenn ich die Eigenschaftenleiste aufklappe, wird mein BlixCut einen kleinen Moment brauchen, um damit umzugehen und das Ganze einmal zu rechnen. Wir machen das jetzt natürlich einmal, damit Sie auch sehen, auch unser BlixCut braucht mal einen Moment. Und wir wollen Ihnen natürlich auch gerne zeigen, dass hier tatsächlich 350 einzelne Segmente vorhanden sind, die wir dann aber über den Simplify-Befehl gerne einmal vereinfachen würden. Ja, das ist der Grund, wieso es diesen Befehl gibt, Zeichenelemente in der Geometrie zu vereinfachen. Das hat dann auch Auswirkungen auf die Dateigröße, oder? Absolut, ja. Okay. Ja, also die Herrschaften von Brixis, vom Hersteller, haben uns mal an einer anderen Datei gezeigt, dass sie aus einer knapp 10-Megabyte-Datei durch diese Methode 3 bis 4 Megabyte sparen können. Klar, noch schöner wird es, wenn wir dann mit den Blöcken über Blockify arbeiten oder sonstiges. Dann wird die Dateigröße natürlich noch wesentlich kleiner. Aber solch eine Polylinie ist ein Arbeitsspeicherfresser. Ja, das ist eine Auslastung, die hier flöten geht, ja. 350.000 Objekte müssen halt irgendwo koordinatenmäßig gespeichert werden. Ja, genau. So. Also Sie sehen, mein Rechner arbeitet fleißig. Und lüftet schon. Lüftet schon, ja. Ich brauche gleich Strom, glaube ich. Hätten wir denn diesen Simplify-Befehl auch ausführen können, ohne in die Eigenschaften zu gehen? Ja, natürlich. Ich wollte natürlich nur zeigen, dass dieses Objekt sehr rechenintensiv ist, um danach auch zu sehen, was der Simplify-Befehl aus dieser Polylinie macht, aus diesen 350.000 einzelnen Segmenten. Ja. Also das Beispiel, was wir dort geöffnet haben, das sah ja so aus, als käme das von einem GIS-System. Keine Ahnung, das ist jetzt hier so ein Straßenrand, wahrscheinlich abdigitalisiert aus einem Luftbild oder was auch immer. Ja, jetzt haben wir die Eigenschaftenleiste daraus. Und das ist ja eine Situation, die uns im Alltag, zumindest jetzt aus dem Tiefbau geguckt, recht häufig treffen kann, dass wir genau solche Objekte bekommen mit 350.000 einzelnen Kontrollpunkten innerhalb einer Polylinie. Ich würde sie jetzt einmal abwählen und würde jetzt mal den Simplify, also den vereinfachen Befehl, einmal drüber laufen lassen, um dann zu schauen und zu prüfen, was BlixCut dann hier tut. Also wir haben hier den vereinfachen Befehl, das Simplify, und dann wählen wir hier ein Objekt aus. Wir wollen es vereinfachen und wir wollen das einmal durchlaufen lassen und bestätigen hier einfach einmal, begradigen, nein und weiter. Hat er was gemacht? Ich hoffe. Er ist fertig. Ja, er ist einmal fertig. Und wir sehen jetzt hier, die Polylinie hat jetzt keine 350.000 einzelnen Segmente mehr, sondern BlixCut hat das alles vereinfacht, weil es wahrscheinlich gesehen hat, okay, da sind Linien, Segmente, die ähnliche Koordinate haben und fasst die dort an der Stelle zusammen. Und wir haben jetzt hier lediglich 915 Segmente oder Kontrollpunkte. Das ist natürlich wesentlich einfacher zu rechnen für BlixCut im Hintergrund als die vorhandenen oder ursprünglich 350.000 Elemente. Okay. Ja, müssten wir halt mal ausprobieren, ob wir halt den Befehl über alle Objekte mal drüber werfen können. Könnten wir wahrscheinlich und dann schauen, ob er das macht. Und er hat ja eben in der Befehlszeile auch abgefragt, okay, was ist der maximale Winkel, was sind die maximalen Abstände, die du zulässt. Und darüber kann man ein Objekt natürlich deutlich vereinfachen dort. Ja. Genau. Bildschirmfreigabe mal gestoppt, damit man die Videos alle wieder sieht. Fragen dazu? Reden Sie alle mit uns. Den Simplify-Befehl finde ich in welchem Menü?
Den findest du, kann ich gerne zeigen, Jörg. Den findest du im Menü Verwalten in der 2D-Oberfläche. Ja? Wenn ich in 3D arbeite? Müssten wir schauen. Im 3D-Modellieren, ganz normal? Ja. Können wir schauen. Aber wahrscheinlich genauso verwalten. Ja. Ja. Hier haben wir das vereinfacht. Ja, ja, wenn man es im Menü nicht findet, einfach eine Befehlzeile eingeben, dann Simplify oder vereinfachen. Genau, vereinfachen, dann, genau. Kommt er, dann kommt er dort wieder. Und das funktioniert auch für ein 3D-Objekt? Das müsste auch für ein 3D, also zumindest haben die hat der Hersteller uns das auch mit 3D-Elementen gezeigt. Leider habe ich jetzt aber noch kein Beispiel entsprechend dafür gefunden, um das mal zu zeigen. Okay. Ist aber eine Frage, die wir momentan ziemlich, ziemlich häufig an der Hotline haben. Vielleicht wissen wir nächste Woche, Ende der Woche ein bisschen mehr. Da haben wir nochmal ein Mechanical Training mit Brixis. Da werden wir die Frage definitiv stellen, weil das auch gerade für den Mechanikbereich, gerade okay, wenn es um Step-Import oder sonstiges geht, auch interessant sein wird, ja. Aber es ist bei BrixCAD oder bei Brixis ist es immer so, wenn es einen 2D-Befehl gibt, dann wird es diesen Befehl auch in abgewandelter Form für 3D-Objekte geben und oder andersrum, ja. Also wenn es einen 3D-Befehl gibt, das Move Guided und Copy Guided kommt ja eigentlich so ein bisschen aus der BIM-Schiene, okay, haben sie jetzt natürlich auch in das 2D rübergesetzt, ja, und haben den Namen nochmal anders vergeben. Aber auch diese Befehle wird es immer analog in alle Richtungen geben, laut Hersteller. Oder zumindest sind unsere Erfahrungswerte so. Okay. Aber fragen wir gerne auch nochmal nach, Jörg. Alles klar. Ich probiere das mal aus. Ich habe ja hier das, was bei mir hier im Hintergrund ist. Das ja, ist ja auch so eine, war ja diese Vierflächennetze, vielleicht funktioniert das nicht. Ja. Okay. Das ist aber nicht gewachsen seit letzter Zeit. Das letzte Mal, das stimmt. Das ist auch schon fertig, oder? Naja, da kam jetzt nochmal was Neues. Ich bin da noch am Arbeiten. Okay. Sehr schön. Ja, sonst Anregungen, Fragen, Probleme, Schwierigkeiten? Nee, momentan nicht. Und ich muss mich auch verabschieden. Es ist 2:30, ich muss los. Gut, Jörg, danke, dass du dabei warst. Dankeschön, Jörg. Los. Mach's gut. Ciao. Das mit den ISO-Ebenen? Genau. Ja, da haben wir einen neuen FAQ-Beitrag dazu. Schön, dass Herr Kotschatürk das im Prinzip einmal anmerkt. Wir wurden in der letzten Woche gefragt, es gibt im AutoCAD sogenannte ISO-Ebenen, die wir dafür nutzen können, um im 2D ja zum Beispiel einen Schemaplan isometrisch zu konstruieren. Und das war im BrixCAD oder wurde auch für BrixCAD erfragt und da haben wir auch natürlich eine Möglichkeit gefunden. Es ist so, wir haben hier einen FAQ-Beitrag. Hier oben finden Sie auf der Startseite immer den FAQ-Bereich. Und da habe ich meinen FAQ-Beitrag eingestellt. Es ist so, wir haben hier eine Variable, die wir umstellen müssen. Die müssen wir einschalten. Das ist SnapStyle, muss gleich ein sein. Da gibt es auch hier immer schön geführte Bilder dazu. Und dann können wir über die STRG plus E-Taste oder über die F5-Tasten hier einmal die ISO-Ebene im 2D umschalten. Das heißt, man kann dann von, ja, immer in 30-Grad-Winkeln zum Beispiel von oben guckend arbeiten oder von links oben. Wir haben hier alles mal aufgeschrieben, welche ja, Möglichkeiten es gibt dazu. Wenn man dann nicht mehr mit im isometrischen Modus arbeiten möchte, muss man natürlich den SnapStyle dann wieder einmal ausstellen. Damit werden wohl recht häufig gerade Elektroschemapläne oder Lüftungsschemapläne gezeichnet. Also das ist wohl recht oft gefragt worden. Da haben wir uns damit mal auseinandergesetzt und haben das hier mal zusammengeschrieben. Wer da eine Anleitung braucht, findet hier schön über unsere Homepage. Okay, da haben wir auch eine Suche, glaube ich. Ne? Wir machen genau. Bereich, können wir genau suchen, wenn da irgendwas benötigt wird. Genau. Okay. Auch das kann ich noch mal zeigen.
Wir haben hier dann den FAQ-Bereich und da haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, hier einen Suchbegriff einzugeben, nach Fehlercodes zu suchen für den Blixcat-Bereich oder. Genau. Okay. Dann hatten wir das Thema Seminare. Ist in der letzten Woche auch viel passiert. Wir haben einen Bereich aufgebaut, der für unsere Kunden leichter ist zu erreichen. Das heißt, alles, was unsere Seminartermine angeht, erreicht man jetzt definitiv immer über unsere Homepage, egal in welchem Seminarbereich man steckt. Man findet hier immer die Möglichkeit, auf die aktuellen Termine zuzugreifen. Es ist hier immer so eine schöne orange Schaltfläche, die uns entgegenkommt. Und wenn wir auf diese Schaltfläche klicken, landen wir jetzt auf unserer neuen Blixcat-Service-Seite, die wir hier aufgebaut haben, um unsere Seminare und später auch unser Ticketsystem und so weiter zu erstellen. Da haben wir beispielsweise jetzt alle Seminartermine online gestellt. Man sieht hier, man hat die heutigen Termine, man hat die Termine, die in diesem Monat auftauchen. Wir haben Kategorien, alle 2D-Grundkurse werden hier aufgeführt. Alle Umsteigerseminare werden hier aufgeführt, die hier im Übrigen auch komplett neu auf der Homepage oder mit dem Repertoire angeboten werden unsererseits. Und man hat hier die Möglichkeit, jederzeit über das Anmeldeformular sich sein Interesse dort zu bekunden. Man hat hier die Möglichkeit zu sehen, okay, welche Informationen oder welche Inhalte werden hier geschult. Der Veranstaltungsort, das wollen wir noch ein bisschen umbauen eventuell. Wir sind der Veranstalter und unsere Kontaktinformationen werden hier reingeschrieben. Die Seminare, Corona-bedingt, finden jetzt natürlich alle online statt, werden über Zoom gehalten, so wie es Herr Trost aktuell auch beispielsweise tut. Das ist aber so das, was wir hier neu für unsere Kunden an die Hand geben. Genau. Also seien Sie nicht irritiert, wenn Sie auf unsere Webseite sind und dann auf den Link Seminartermine klicken, dann werden Sie auf eine andere Webseite weitergeleitet. Das ist, heißt dann belowsoftware.cloudofx.com. Das ist letzten Endes, wir haben unser CRM-System umgestellt und dieses CRM-System hat noch die Möglichkeit, eine Webseite mit anzubinden. Das heißt, alle diese Seminare kommen letztlich aus unserem CRM-System hier auf die Webseite. Also seien Sie da nicht erschrocken, wenn Sie da auf Seminartermine klicken, da sind Sie schon richtig. Und das ist halt, wie Herr Kasako sagte, unsere Service-Seite, genau, wo wir dann die Seminare entsprechend verwalten wollen und künftig auch das Ticketsystem, da sind wir gerade dran. Künftig können Sie dann auch Ihre Anfragen über ein Ticketsystem hier einreichen. Genau. Was Sie aber jetzt schon tun können, ist beispielsweise mit uns live zu chatten. Das funktioniert ja mittlerweile auch. Wir haben hier unten so eine kleines Service-Angebot eingebaut. Man kann hier seinen Namen und seine Telefonnummer und so weiter hinterlegen und kann dann tatsächlich eine kurze Frage live mit uns teilen. Man sieht, welcher Support-Mitarbeiter, das ist jetzt Herr Kotschertür, gerade zufällig angemeldet ist und der zur Verfügung steht. Ja. Also bis 17 Uhr können Sie da die Mitarbeiter antreffen. 17 bis 23 Uhr bin ich dann da, wenn Sie da Fragen haben. Nein, wenn keiner online ist, dann haben Sie halt sofort die Informationen, Nachricht hinterlassen, dann bekommen wir halt eine E-Mail-Benachrichtigung und melden uns dann am nächsten Tag bei Ihnen. Ja. Das habe ich einmal vergessen auszuschalten. Also ich kann, wenn ich im System bin, kann ich dann sagen, ich bin jetzt nicht online. Da hat einer unserer Kunden dann direkt, ich weiß gar nicht, wie spät das war, irgendwie kurz nach 20 Uhr sofort eine Frage gestellt und sagte ich, okay, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, muss ich jetzt? Und habe ich dann auf den nächsten Tag, weil es einfach eine Supportfrage war, die ich nicht beantworten konnte, dann auf den nächsten Tag dann gelegt. Ja. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis, fällt mir so gerade ein, die aktuelle Brixat-Version, die 21.07 ist das, glaube ich. Oder ist das auf Deutsch 1.06 noch. 1.06. Ja. Da gab es irgendwie für diejenigen, die im Mechanikbereich unterwegs sind, mit dem Schnitt Probleme. Ja. Und mit der neuesten Version ist dieses Problem behoben worden. Genau. Das war wohl so, wenn man eine BIM-Lizenz hatte, das war eine Funktion, die aus dem BIM-Bereich kam, aber man Mechanical hatte und BIM nicht, dann hat das nicht funktioniert. Wir haben das natürlich nicht gemerkt, weil wir alle Versionen ja freigeschaltet haben, aber jetzt ist das Problem in der aktuellen Version auch
berufen, ja. Oder in der 1207? Nein, nein. In der 107 ist das berufen. 107 schon berufen. Genau. Ja, okay. Also immer die aktuellste Version, vor allem in der Anfangsphase von 21 immer die aktuellste Version runterladen, ja. Einfach drüber installieren. Ja. Okay. Da sollten eigentlich die Eigenschaften, wenn man eine neue Zeichnung aufmacht, sollte eigentlich das Eigenschaften-Panel gefüllt sein. Da gab es auch mal einen Service-Request zu. Das ist aber immer noch nicht der Fall, ne? Das ist immer noch leer. Das habe ich noch nicht gesehen. Also wenn man... Wenn man jetzt Blix gerade offen hat, ja? Wenn man dann, wenn man das einfach eine Zeichnung aufmacht, dann ist bei mir das Eigenschaften-Panel immer leer. Da muss man mindestens einmal auf das Layer-Panel wechseln, damit die Eigenschaften angezeigt werden. Ich mache jetzt mal eine neue Zeichnung auf einfach, ne? Also ich würde einfach mal neue Zeichnung öffnen und das ist hier, seit ich meine, sogar mit der 1.04 behoben worden, soweit ich das im Kopf habe. Okay. Wir sind also mittlerweile in der 1.07 jetzt, ne? Also okay. Ich habe jetzt ja die 1.06, ich habe ja auch die 1.06 noch und da ist das immer noch der Fall. Ebenfalls diese abgeschnittenen Scrollbalken, wenn man das Eigenschaftenfenster irgendwo an der Seite hat. Ja. Und das sollte eigentlich behoben sein, aber ich habe das auch immer noch drin. Okay. Dass das Eigenschaftenfenster leer ist. Ich habe da jetzt kein Effekt mehr gehabt oder beim Neustart? Vielleicht? Beim Neustart vielleicht. Wir können Blix gerade ja einmal zumachen. Ist ja kein Problem. Ich meine, oftmals hängt ja das irgendwie mit den Profilen zusammen, aber ich habe mittlerweile auch schon leere Profile oder neue Profile ausprobiert. Das ist aber komischerweise immer noch der Fall. Schauen wir mal, was hier passiert gerade. Ja, wahrscheinlich ist meine Eigenschaftenleiste jetzt aber auch vorführtechnisch eingeklappt. Ja, die kann man ja aufklappen. Naja, ich habe die immer als eigenes Panel, aber ja, sieht ja eigentlich gut aus bei Ihnen da. Ja. Ich habe den Effekt tatsächlich nicht. Ich frage mal nicht, ja, ob klar. Applikationen eingebunden sind. Ja, was eventuell sein kann, aber bei Ihnen ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Was wir teilweise haben, ist, die Kunden installieren die 2106 und dann sagen sie, na, die Oberfläche gefällt mir nicht. Und dann nehmen sich die COI-Datei von 19. Ja, das ist halt, das gibt dann so. Nee, das ist. Das machen sie ja nicht. Ne? Nee. Also ich denke mir schon, klar, wenn man die neue Version oder überhaupt, wenn man umsteigt von der 20 auf die 21, die erste Installation ist ja immer eine Migration. Das machen ja eigentlich auch so ziemlich alle. Da hatte ich schon die Befürchtung, dass vielleicht da irgendwie alter Mist mit migriert wird, ja. Aber diese Eigenschaft da, das ist schon ein bisschen blöd, muss man sehen. Vielleicht mache ich mal eine komplette Neuinstallation von der V21 mit der neuesten Version. Vielleicht ist es dann ja weg. Aber das ist halt immer nervig, wenn auch die Scrollbalken nicht da sind von den Eigenschaften oder das Fenster halt leer ist. Das ist immer halt blöd. Naja, gut. Okay. Ich habe gerade im Chat gelesen, Jörn hat geschrieben, Jörn Bosse, wann ist die 21.1.7 auf Deutsch verfügbar? Jörn, das ist immer so eine gute Frage. Das wissen wir selbst nicht. Wir gucken schauen jeden Morgen. Quasi jeden Morgen guckt ein Kollege hier immer auf brixcut.de und dann gehen wir hier auf Download Brixcut. Dann gucken wir mal, ob wir uns hier anmelden können und schauen, ist da noch die erste oder die neueste Version der deutschen Variante mit dabei und laden es dann runter, geben den Kollegen dann Bescheid oder halt nicht. Ja. Also das ist so das, was wir an der Stelle tun. Ja. Also wir wissen selbst nicht. Ja, in der Regel so eine Woche nach dem deutschen, nach dem englischen Release, also 1 bis 2 Wochen mittlerweile, ja. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den Kursen. Ja. Und zwar, ich komme ja aus der Architektur und ich glaube, das ist eher wahrscheinlich vielleicht nicht die Hauptrichtung, die Sie vertreten. Jetzt wollte ich fragen, die 3D-Kurse,
sind irgendwie branchenspezifisch oder komplett über. Den Rest haben wir nicht mehr mitbekommen, Herr Lehrberger. Ja, aber wir haben die Frage, glaube ich, verstanden. Entschuldigung, ich glaube, meine Verbindung ist gerade nicht super. Alles gut. Also die 3D-Kurse, ob die komplett allgemein sind oder bestimmte Sparten eher fokussieren. Ja, also ich glaube, der 3D-Grundkurs oder das 3D-Modellierungsseminar, das zielt eigentlich auf die tatsächliche Umstellung oder Umgewöhnung von 2D nach 3D. Das bedeutet, das ist ein recht allgemeines Seminar. Im Anschluss wird aber auch ein Bauteil konstruiert beispielsweise. Wir gucken dann immer so ein bisschen, na, was haben wir für Teilnehmer mit dabei? Sind da jetzt, ist der Schwerpunkt bei der Architektur? Dann versuchen wir jetzt kein Maschinenbauteil zu nehmen. Auf der anderen Seite gucken wir natürlich, okay, sind da vielleicht 6 Leute mit dabei, die aus dem Maschinenbau kommen, aber nur ein Architekt, und nehmen 3 dieser 6 Leute vielleicht am nächsten Tag am Mechanical-Kurs mit teil, dann versuchen wir doch schon ein Bauteil zu benutzen, das vielleicht so ein bisschen in die Mechanical-Richtung geht, aber der Fokus liegt immer auf der Funktionalität und nicht am Bauteil. Ja, das ist unser Hauptaugenmerk. Wir versuchen immer Beispiele, egal aus, ob es ein Architekturbeispiel oder ein Tiefbaubeispiel oder ein Mechanical-Beispiel ist. Wir versuchen immer, die Funktionen in den Fokus zu stellen. Natürlich ist es so, wenn wir dann in die Richtung BIM schauen, da haben wir ja mittlerweile auch 2 Seminare, kann ich auch gerne nochmal zeigen gleich. Wenn wir über das ganz normale BIM-Modellierungsseminar sprechen, das wir ja hier finden, der BIM-Grundkurs, dann ist es so, dass wir ja natürlich auch ein bisschen mehr auf die Hochbaurichtung gucken, weil ja natürlich BIM, IFC 2, X3 und so weiter ein bisschen mehr in die Hochbaurichtung aktuell einfach geht. Mit IFC 4 wird das in Zukunft ja Rail und Bridge, also da wird es ein bisschen auch in die Tiefbaurichtung gehen oder in die Infrastrukturplanung, aber aktuell ist das noch so ein bisschen hochbaulastiger an der Stelle. Genau. Also das ist, denke ich, nochmal vielleicht zusammengefasst. Egal ob der 2D-Grundkurs oder der 3D-Modellierungskurs, der quasi Grundkurs im Dreidimensionalen ist, auch wenn wir die Beispiele ein Maschinenbauteil konstruieren oder ein Fensterbauteil konstruieren, die Befehle sind immer die gleichen Befehle. Und der eine denkt sich dabei, wenn wir irgendwie so ein Fantasiebauteil konstruieren, das ist halt, keine Ahnung, eine Fensterabdeckung. Der andere denkt sich, das ist halt ein Schlussfeldträger vom LKW. Ja. Also das ist tatsächlich allgemein gehalten. Klar, BIM ist dann Hochbau. Wir machen dann BIM nicht Richtung Mechanik. Ja. Das ist klar, aber die Funktionen im Grundseminar sind immer für alle Anwender die gleichen. Ja. Ja, wir haben ganz, ganz oft natürlich auch die Anfrage, weil vielleicht kein Standardkonzept zum Kunden passt, ob wir auch individuelle Themen machen, das machen wir natürlich auch und seit den letzten 2 Jahren verstärkt, dass da geht es dann oft um Arbeitsablaufentwicklung, von Vorlagedatei entwickeln bis zu kundenspezifischen Plotten oder wie auch immer, Standardisierung Prozesse, die wir vereinfachen. Ja, es gibt Kunden, die zählen Klicks, ja, die kennen aus dem AutoCAD ihren einen Leitfaden, ihren einen roten Faden und den möchten sie dann im BricsCAD vielleicht noch ein bisschen kürzer gestalten, ja. Also individuelle Themen machen wir mittlerweile verstärkt. Was aber auch sehr beliebt sind mittlerweile die Online-Seminarpakete. Da gibt es ein Stundenkontingent, das man bei uns buchen kann. Das wird bei uns entsprechend geführt und dann macht man in 1,5 Stunden oder 2 Stunden einen Tagestermin pro Kunden im Prinzip einen Termin aus und bespricht einen bestimmten Themenblock und das arbeitet man dann peu à peu, das Stundenkontingent einfach ab. Ist auch sehr interessant mittlerweile und wird auch sehr, sehr gerne angenommen. Ja. Bei den Seminaren vielleicht noch, Herr Kasak hat ja erwähnt, wir machen die individuell oder wir machen sie halt offen hier. Und da gibt es eigentlich eine Richtgröße. Wenn Sie in Ihrem Unternehmen 3 Teilnehmer haben, dann ist es halt so, dass sich halt von den Kosten her es für Sie rechnet, zu sagen, ich mache einen individuellen Kurs. Ja. Dann kann man halt exakt auf Ihre Wünsche eingehen und auch im Vorfeld entsprechend vorbereiten. Genau. Und wenn Sie aber sagen, ich bin alleine, dann ist natürlich dann, also
der eine Teilnehmer muss dann den Seminarleiter bezahlen und wenn dann natürlich drei sind, dann sind die Kosten dort entsprechend geringer für den Einzelnen. Also das ist die Richtgröße dort. Ja. Genau. Ja. Aber grundsätzlich gilt bei uns, was die Seminare angeht, glaube ich, wir sind für jede Schandtat bereit, uns zu haben. Also egal, was da für ein Anliegen aufkommt, gerne einfach Bescheid geben, mit uns besprechen. Aber wir schulen auf Bindus. nur vorneweg. Ja. Ja, das merkt man ja dann nicht. Ja, wir haben zwar beide hier so tolle Apple-Geräte stehen, aber ohne Werbung machen zu wollen, die laufen halt alle unter Windows. Ist, die Nachfrage der Mac-User erlaubt es tatsächlich leider nicht, auf Mac zu arbeiten oder zu schulen. Was wir im Seminarumfeld noch neu haben, ist, das ist das Thema BIM-Grundlagen. Also wir haben gemerkt, wenn man einen BIM-Kurs belegt, BricsCAD BIM, dann wollen wir natürlich zeigen, wie funktioniert oder welche Befehle gibt es in BricsCAD BIM. Aber dann hatten wir halt dann viele Anfragen, die dann gesagt haben, okay, wir möchten aber allgemein an das Thema herangeführt werden. Und da haben wir so einen eintägigen Kurs nochmal. Wir haben das genannt BIM Grundlagen. Und da ist dann allgemein das Konzept, BIM-Konzept, das hat dann mit BricsCAD nichts zu tun. Genau. Ja, wie eine Vorlesungsveranstaltung versuchen wir das Ganze dort an der Stelle zusammenzufassen. Ja, ich habe da ja auch beispielsweise ein bisschen Einblicke darüber bekommen in meiner Weiterbildung zum BIM Professional. Da ist halt natürlich ganz, ganz wichtig, die ganze BIM-Methodik, die lehnt sich an das VDI-Arbeitsblatt 2552 8.1 aktuell an und alle, die im BIM-Umfeld da irgendwie mitspielen wollen, die werden natürlich mit dieser Methode laut diesem Arbeitsblatt oder dieser VDI-Richtlinie vermehrt konfrontiert und in Zukunft auch vermehrt konfrontiert werden. Das wird natürlich auch ausgeweitet und so weiter und so fort. Und dann sind diese Themen natürlich Grundlage für die BIM-Methodik und der Zusammenarbeit mit anderen Planungsbeteiligten. Okay, wunderbar. Weitere Fragen? Anregungen? Reden Sie mit uns. Okay. So. Wenn keine vielleicht noch zum BIM, weil mein eigener österreichischer Reseller hat eigentlich gemeint, naja, so BricsCAD BIM allein, das ist eigentlich eher noch nicht so anwendungstauglich. War allerdings, glaube ich, noch. Sind jetzt auf Stumm. Können Sie das nochmal wiederholen, bitte? BricsCAD BIM, kann man das standalone als taugliche Lösung tatsächlich BIM-Projekte zu machen? Weil ich da auch skeptische Einwände gehört habe, selbst vom Reseller. Also grundsätzlich ist es so, dadurch, dass wir mit BricsCAD BIM oder durch den Hersteller Bricsys mit BricsCAD BIM ein Autorenwerkzeug an die Hand bekommen haben, das Klassifizierungsmuster nach IFC 2X3 bedient, haben wir natürlich ein Werkzeug an der Hand, das zumindest für die Modellierung, und da muss man einen klaren Strich ziehen, definitiv einsetzen können. Aber es ist halt kein Koordinationswerkzeug, wie beispielsweise Solibri oder D-Site, MD oder sonstiges, das ja mittlerweile über Think Project läuft oder wie auch immer. Und es ist natürlich auch kein Tool für die Clash Detection. Ja, man muss unterscheiden, welche Disziplin möchte man mit BricsCAD abbilden. Ja, wir haben Integration gerade über das BCF-Panel für die Kommunikation, was Kollisionsprüfung angeht oder sonstiges. Aber die Kollision muss halt in einem Koordinationswerkzeug geprüft werden, auch beispielsweise regelbasiert wie bei Solibri und dann vielleicht über BCF transportiert werden. Aber man muss halt klar abstecken, was möchte man damit tun und für die Modellierung. Und ich persönlich würde halt sagen, ja, bis zu einem LOD, bis zum Level of Detail von 300, 350 können wir gut mitspielen. Danach müssen wir uns halt Gedanken machen, inwiefern wir weiterarbeiten oder ob es überhaupt noch gewünscht sein sollte, ja, oder ob der Auftraggeber es überhaupt wünscht, ein LOD 500, 600 oder wie auch immer anzufordern.
oder gehört das überhaupt in Ihren Arbeitsbereich über die Ausschreibung? Ja? Aber ich würde sagen, klar, also ja, wir haben ein BIM-Werkzeug an der Hand, nutzen Sie es, versuchen Sie es, reden Sie mit den Leuten, es bedient den offenen BIM-Standard, wieso nicht? Ja, was man mit BricsCAD BIM natürlich ebenfalls hat, ist, Sie arbeiten ja alle mit BricsCAD, das heißt, Sie arbeiten ja alle DWG-basiert, ja. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte in diesem BIM-Spiel mitspielen, müssten Sie außer mit BricsCAD komplett die DWG-Schiene verlassen. Ja? Ja. Das heißt, Sie müssten dann in RVT, in Revit gehen oder Sie müssen in Archicad gehen und dann müssten Sie das halt komplett neu lernen. Ja? Und das ist natürlich das, die Frage, rechnet sich das, ist mir der Aufwand dort an der Stelle das wert, wenn Sie bisher ja Ihre Bauteile, je nachdem in welchem Gewerk Sie unterwegs sind, mit BricsCAD konstruieren können, ja. Können Sie es auch mit BricsCAD im IFC-Format, also im BIM-Format weitergeben. Sie können in diesem Spiel, sage ich jetzt nochmal, weiter mitspielen, indem Sie an diese BCF-Dateien, also auch BIM-Collab und so weiter, ja. Wenn Sie halt Ihre Anmerkungen und so weiter austauschen wollen. Also das funktioniert dort auch an der Stelle ganz gut. Genau. Ja, BricsCAD macht vielleicht nicht so sehr die Lobbyarbeit wie andere Hersteller dort an der Stelle. Aber es ist ein Autorensystem, was ja auf Knopfdruck, zum Beispiel hier aus dem Tiefbaubereich, wir in der Straßenplanung oder in der Kanalplanung, wir konstruieren ja sowieso unseren Straßenkörper mit Längsneigung, Querneigung, Aufbau. Wir haben sofort 3D-Volumen und wir haben unsere Arbeitsweise dort an der Stelle ein bisschen angepasst, haben gesagt, okay, auf Knopfdruck kriegen wir auch einen 3D-Volumenkörper raus und können das dann auch über die BricsCAD-Schnittstelle IFC-mäßig dann auch weitergeben. Das heißt, unsere Tiefbauer arbeiten genauso weiter, wie sie es 20 Jahre gemacht haben und haben aber über einen Knopf noch die Ausgabe zu sagen, hey, willst du das im BIM-Format? Dann kriegst du das auch im BIM-Format. Ja. Ja. Und das ist das, was man mit BricsCAD vielleicht hervorheben sollte. Ja. Genau. Ich habe hier noch eine Frage im Chat von Herrn Nö. BWsoft, unsere Tiefbaulösung, ob die auch auf V21 läuft. Ist schon. Offiziell haben wir die Freigabe noch nicht, aber wenn Sie das Online-Update durchführen, Herr Nö, dann haben Sie die 21er Routine. Aber im Dezember, oder soweit ich informiert bin, gab es im Dezember die Veröffentlichung oder die News-Update von B&B. Haben wir schon freigegeben. Auf der Homepage zumindest, aber Online-Update. Reden Sie mal mit den News von B&B. Nein, ja, wir können natürlich auch nachfragen, aber es gibt schon Kunden, die mit, mit B&B 2020 auf V21 BricsCAD laufen. Also ich habe seit gestern laufen, Herr Nö. Klappt. Gut. Wenn keine weiteren Fragen sind, CAD-Café hat auch ja eine Maßgabe, wie gesagt, wir wollen es halt nicht so sehr festmachen und wir möchten es auch nicht so machen, dass Sie das nächste Mal sich zweimal überlegen, nehme ich dran teil oder nicht. Wir hatten gesagt, halbe Stunde, jetzt ist fast eine Stunde geworden. Ja, ist ja meistens nicht. Ich möchte mich für die Teilnahme bedanken. Fragen sind, Anregungen haben, insbesondere was auch unseren Leitfaden für AutoCAD-Umsteiger angeht. Ja. Einfach her damit und wir bleiben in Kontakt und würde dann auch gerne die Sitzung für heute schließen. Herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Tag. Danke. Tschüss. Ciao. Danke. Ciao. Tschüss.